erstmal Aufnahme starten. Und überlegen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Schätze das Leben. Boah. Durchsuche das Diebesversteck in Trenchtown. Ja, genau, die Suppentante. Ja, richtig. Der Typ, der du die Suppe leer gefressen hast. Ich hab der Suppe nicht leer gefressen, ich hab die Suppe angenommen, die sie mir geben wollte. Was, bin ich noch Nachschlag genommen? Nein. Serina hat nicht den falschen Schal. Serina hat gefragt, ob sie ihren Pyromanen weiterspielen darf, anstatt die Assassine. Und ich habe gesagt, ja. Wenn es sein muss. Weil Level in etwa ähnlich und... Hast du das angenommen? Nein. Hö? Hast du da irgendwas aufgegrabbelt? Angegrabbelt? Ja, ich habe halt E gedrückt. Suche im Wald nach dem Pärchen. Ja, das habe ich jetzt. Das sind jetzt Schätze des Lebens, das ist was anderes. Glaube ich. Nee, das ist das. Das ist dieses eine Pärchen, das sie doch geklaut hat. Haben. Sie hat. Oh, du hättest ja ruhig mal ein bisschen mehr Informationen zwischendurch pappen können. So, dass man auch mal... Nein, das war so ein Pärchen, das die alte Oma ausgenommen hat. Und die haben irgendwie einen Ring geklaut von ihr und den will sie wieder haben. Und genau. Jetzt müssen wir das Pärchen finden. Information. Na gut. Tada! Das Hintergrundwissen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt's gleich um die Ecke. Ich hätte Proofs-Klasse genommen. Du meinst den, obwohl ich finde halt einfach, die hat ja Bonus auf Fernkampf etc. und auch die Scharfschützengewehre, aber irgendwie, es gibt so wenig Situationen, wo du wirklich mal auf Distanz kämpfen musst. Eigentlich scheinen die ganzen Mix-Klassen, die auf mittlere Reichweite sind, die bessere Wahl zu sein. Oder der Verwüster, den ich halt separat noch spiele. Dacker. Genau, Dacker. Ich glaube, ich hatte noch zuletzt alles angepasst. Hallo Katkur. Dacker, Dacker, Dacker. Hallo. Untersuchen. Also müssen wir wieder da hoch. Achso. Erstmal untersuchen, was für eine tote Leiche ist. Erstmal Leichen angrabbeln. Das ist der Typ, den ich gesucht habe. Ja, macht Sinn. Seine Freundin kann nicht weit sein. Team im Kampf, wir müssen da gar nicht lang. Doch? Nein, wir hätten jetzt einfach per Schnellreise gehen können. Aber Dacker. Nix aber Dacker. Du kannst auch sterben. Keiner stirbt hier, noch nicht. Ich hab bloß eine Exit-Strategie angeboten, mehr nicht. Ich sehe nichts für das dämliche Gift. Willst du runter, Hund, oder willst du dich umlegen? Du entscheidest. Dann geh runter. Papa muss Dacker Dacker machen. Die stehen bleiben trotz 10.000 Schaden, ey. Ja, wenigstens 17.000 reicht. Sogar mit deinem Schaden. Blöp.
Ein Wag ist das auch nicht hier. Das ist eine Lüge. Der Kuchen? Nein, Serena schießt nicht besser als ich. Ich schieße anders. Ja. Weiblicher. Wieso sind meine Kugeln rosa? Ah, ich wollte das andere machen. Ihr seid voll die Lügner, ich würde nicht ohne sie voll abkacken. Wie häufig habe ich denn schon allein irgendeinen Boss machen müssen, weil sie tot auf dem Boden lag? Nicht, dass sie jetzt nutzlos wäre. Töten aber beide Gegner. Streitest du dich gerade? Mit Ramsi. Failen und gewinnen ist hier Teamarbeit. Jemand hat Serena ihre Stelle nicht bekommen wegen der Quote. Nicht? Sondern einfach, weil sie da war. Ich bin jetzt 2 Jahre da. Weil ich die Quotenfrau bin. Dann hat sie nicht angehört worden. Nee, das war Jolle Power. Ach so, ah, okay, ja. Das ist aber dann eine andere. Guck, überall Headshot. Guck mal, Dicker. Ja, er kann aber nix. Bezahle sie mit meiner wundervollen Anwesenheit. Ja. So ungefähr. Wie oft Serena jetzt noch sterben kann mit als Pyromane, werden wir sehen. Aber es ist ja auch. Das ist Midrange. Ja, richtig. Mit Assassinen bist du halt Vollkontakt. Das ist halt. Weltstufe 11 ist das ein bisschen schwierig. Du musst dich halt einfach besser vorbereiten. Weiß. Siehst du, es war doch richtig, dass ich da lang. Ja, wir hätten aber auch mit der Schnellreise genau zu der Fahne gehen können, die da steht. Ja, aber dann wären so viele XP und so entgangen. Und Loot. Geht so. Ich dachte, du bist Midrange. Was stehst du neben mir? Geh auf deine Midrange. Na, jetzt auch trotzdem. Das bleib ich. Geh ja schon. Mimi. Verdammt. Noch mehr Leichen zum Anpacken. Sind sie noch warm? Ich fühle den Puls, wie man es früher gemacht hat. Das Mädchen ist in den Wald gerannt. Du spürst was pulsieren. Das, ich weiß nicht, ob das. Sag du es mir. Ich will es nicht anfassen, hab Angst. Du kannst hier alles anfassen, ruhig. Nein. Ich grabbel hier jetzt nicht im Channel oder im Chat rum. Ich dachte, so ein Channel bist du nicht. Nein. Hier wird halt. Ja, siehste. Hier wird noch legitim in Klamotten gespielt. Nicht in Bikini.
eintauschen. Ach, Bikini erst im Sommer. Spenden dafür werden jetzt angenommen. Ja, für das Cosplay ohne Kleidung. Ich hoffe, mein Vater ist schon weg. Er soll nicht sehen, wie ich mich prostituiere. Noch nicht. Bist doch noch immer sein kleines Mädchen. Das wirst du. Wie viel verlangst du? Alles. Räum schon mal das Konto leer. Ich komme immer zu zweit. Eine Frau, die Bude leer räumt und mich. Ach, der Hafer gibt nicht nur Kraft, der macht mich auch langsam. Hallo Daniel. Dann. Ich spende, wenn du angezogen bleibst. Also wirklich, Sandra, ich bin mir sicher, dass du es auf jeden Fall sehen willst. Noch mehr Leichen. Das mit der Bude leerräumen ist allgemein bekannt. Du hast es nur noch mehr erzählt die Tage, weshalb du den Fokus darauf gelenkt hast. Blut. Mr. Nonkonform. Hey, Nonkonform. Woo. Woop, woop. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir klebt doch der Hafer auch im Mund und überall. Das ist einfach nicht das beste Essen gewesen heute. Aber Serena hat ja nicht mal meinen Kochstream geguckt. Ja, Serena war im Laden. Ja und? Ja, jetzt kannst du aber mit dem Tab etwas gucken, ne? Hier. Ja, das war bisher immer im Bett. Da, wo ich brauche. Das Essen brauchst du im Bett? Du wirst wirklich mal eine Kugel. Das Tablet. Das gibt selber Kugel. Ich keine. Erz. Ah. Ah, jetzt habe ich die Verrenkung raus aus meinem Nacken. Du wolltest nur den Pyromanen spielen, dass das besser kombiniert mit unserem Eis und Feuer. Dam, dam, dadadam, dam, dadadam, dadadam. Ah. Bitte nicht noch ein XXX-Cell-Streamer. Danke für die Bits. Ist das ein Herz, wo aus dem Penis rausfährt? Ah nee, das ist ein kleines Einhorn, was guckt. Ja, ein kleines sieht das aus, als wenn da einfach nur ein Penis rauskommt. Ich hätte gerne mal deine blühende Fantasie und ich hab schon eine blühende Fantasie. Ich guck ja vor ein bisschen auf Distanz. Vor allem, gibt es männliche XXX-Cell-Streamer? Niemals. Oder? Kannst du mich mal aufklären? Das willst du nicht sehen. Ist das sowas wie das, was mir was ich dir letztens weitergeleitet habe? Nein. Das war Augen rauskratz Streaming. Gaming Stream mal an.
Dein Lieblingsgegner. Upsala. Ja, das habe ich gelesen. Ich finde es cool, dass man mit dir auch mal Scheiß machen kann. Was für ein Scheiß. Wir sind voll die Seriösen hier. Ich finde schön, was für ein Bild du von dir selbst. Hallo, ich bin eine fette 7. Und in Unterwäsche eine fette 10, Junge. Mädel. Junge. Plan. Kreitix, davon habe ich gestern geredet. Die E-Mail kam nicht, während wir gespielt haben. Und es geht nicht darum, dass du kannst zum Beispiel rassistische Aussagen ruhig machen außerhalb von Twitch. Es geht darum, ob das Twitch bezogen ist. Also, ob das auf ein Twitch-Video zurückzuführen ist, dass du irgendwo auswärts von Twitch darüber kommentierst. Also, wenn ich jetzt jemand anderen schlecht machen würde als Twitch-Video, was irgendwo gepostet wurde, wie zum Beispiel einen anderen Streamer oder sonst irgendwas, könnte Twitch gegen mich vorgehen, auch wenn das nicht auf derselben Plattform passiert ist. Darum geht das. Es geht nicht darum, dass du irgendwo auf Twitter mal sagst, Mädchen. Die Alte, ich sag besser jetzt genommen. Nichts davon, ich kenne alle Sachen von den Leuten, was die so sagen. Was? Loot. Ich habe Loot gedrückt. Gut. Wo es dann in die Nazi-Szene geht und sonst irgendwas. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass Twitch Hate Speech unter Streamern unterbinden will. Immer weiter. Weil anstatt die Plattform sauber zu ziehen, dass halt hier nicht irgendwelche Mädels in Dessous, in Badewannen oder in irgendwelchen Pools irgendwelche, ja, Just Chatting Streams machen. Planschbecken. Ach, du hast also ein Alien gesehen? Machen die lieber, dass man darüber nicht reden darf. Oder negative Kritik äußern darf. Das hätte ich dir gleich sagen können. Wenn du auf der Plattform selbst aktiv bist. Von Menschen, denen ich nicht traue. Politiker und Wissenschaftler. Und Skurlock war beides. Deshalb, ich hoffe, was hat dir geholfen, Kritik. Das ist jetzt so mein Feedback dazu, was Twitch da eigentlich macht. Gibt's nicht. Boss. Yay, Feedback! Danke, Xenom, für die 100 Bits. Natürlich bin ich ein Meister in diesem Spiel. Du hast das gleiche an wie ich. Dasselbe T-Shirt? Schlampe, wie kannst du? Das sind meine Schuhe. Spaß. Ich bin übrigens nur hier hingegangen, weil hier gibt es auch noch den... Oh, keine Ahnung, wie der hieß. Holzkopf? Nein, Holzkopf war ein Kopfgeld hier. Oder mussten wir die Kopfgeldjagd hier abgeben? Ich weiß, ich habe ja auch extra eine E-Mail bekommen. Nein, wir müssen dir das nicht abgeben. Ich habe doch gerade von der E-Mail gesprochen. Ich bin doch selbst Twitch-Partner. Ich wurde doch schon darüber informiert, dass sich eine Veränderung der Twitch-Regeln angebahnt hat. Und habe diese E-Mail gestern gelesen. Aber ich weiß schon, dass viele Leute das wahrscheinlich fehlinterpretieren wieder. Das Star-Magazin hat ja auch darüber berichtet, dass YouTube inzwischen Fluchen wieder erlaubt und so weiter. Ist totaler Unsinn.
Die Reglementierung ist schon ewig so. Und das ist ja Selbstjustiz auf YouTube inzwischen. Eigentlich müsste mal das Sterne-Magazin darüber mal reden, dass man auf YouTube inzwischen sich selbst reglementieren muss und Leute nur noch das überprüfen, wenn jemand sich beschwert. Ich muss selbst angeben, ob ich irgendwann mal Fuck sage in dem Video oder sonst irgendwas. Und dementsprechend wird das Video einmonetarisiert. Oh, Mr. Nonconform hat was gegen Regen gesagt, wir müssen ihn bannen. Weißt du zufällig, wo hier der... Der Mod ist? Nee. Ich dachte, das bist du. Du bist alles in einem. Hier soll ja irgendwo noch ein Plakat sein. Achso. Gucke mal. Gesucht die Hornisse. Nö, ich sehe nichts. Jagde. Du hast noch keine leicht bekleidete Frau bei Twitch gesehen. Ich habe schon einige gesehen. Ich habe zu viele gesehen. Auch Männer in Minirücken und High Heels. Was hat das mit juristisch wasserdicht zu tun? Es ist, Twitch hat damit, das ist keine Regelung, die jetzt in irgendeiner Form neu ist. Twitch hat sich jetzt nur offen gemacht, dass nicht nur das, was auf ihrer Plattform negativ ist, oder beziehungsweise du kannst jetzt nicht nur wegen Sachen, die auf der Plattform passieren, gesperrt werden oder blockiert werden, sondern du kannst auch, wenn du zum Beispiel bei Social Media etc. andere Posts machst in die Richtung, die halt nicht Twitch-konform sind, kannst du dafür mit belangt werden. Und Twitch kann dann auf seiner Plattform daraufhin entscheiden, dass du da runterfliegst. Das ist eigentlich in keinster Weise juristisch anfechtbar, weil die haben immer noch Hausrecht irgendwo für ihre Plattform. Das wird interessant. Bin dabei. Übrigens, hier ist das Plakat. Ja. Vielleicht ist es ja auch wirklich der Weg, um mal gegen die vorzugehen, die, sag ich mal, ne, nach 10 Subs Snapchat, und bei Snapchat machen die halt den schlimmsten Hurenscheiß. Oder die halt, sag ich mal, mit OnlyFans gleichzeitig und Twitch machen. Weil dafür kann man das auch benutzen. Um zu sagen, okay, du machst nebenbei pornografische Sachen bei OnlyFans, du bist auf der Twitch-Plattform einfach nicht mehr willkommen. Weil das ist nicht unsere... Also das ist eigentlich nicht unsere Klientel hier, die wir bedienen wollen. Ist natürlich schlecht, weil die bringen viel Geld, aber... Nee, das hat nichts mehr mit der Privatsphäre zu tun. Du bist eine... Du musst das anders sehen. Du bist keine private Person, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und wenn das auch öffentlich da benutzt wird bei Twitter... Hat das nichts mehr mit privat zu tun. Wenn das dein eingetragener, zum Beispiel wie Firmen-Account ist, bist du dafür auch verantwortlich, was da drauf steht. Du musst das nicht, du darfst nicht Privatrecht mit sowas verwechseln. Wenn du bei Twitch den ersten Sub machst, ist das eine kommerzielle Einrichtung. Also den ersten Sub kriegst oder deinen ersten Cent verdienst damit. Und wenn du noch kein Gewerbe oder sonst irgendwas hast, was eigentlich in Deutschland eh Pflicht wäre, ab den ersten Euro, den du hier verdienst, wo ich verstehen kann, aber wenn Leute halt ein bisschen nur verdienen oder so, dass sie das nicht direkt beim Amt anmelden oder sonst irgendwas, müssen die, also machen halt viele nicht, weil viele auch erstmal gucken. Kann ich nachvollziehen. Guck mal, den kennen wir unter dem Blutwandler. Oh, nicht wieder der. Und deshalb, das ist halt was anderes. Sofort. Wenn du auch Social Media Betreuung machst und so weiter, für eine Firma, darfst du das nicht über deinen Privataccount machen. Inzwischen haben sie es ein bisschen geändert, weil du ja nicht mehr sichtbar bist als Administrator. Aber früher eine Zeit lang war es ja so.
Aber wie gesagt, man kann sich nicht hinstellen, irgendwie Tausende von Euro der eine oder andere bei im Streaming verdienen und dann sagen, ja, was ich auf Twitter schreibe, ist mein Privatscheiß. Wo, sag ich mal, auch die ganzen Follower drauf sind, etc. Weil das ist halt nicht so. Nein! Beleb dich. Nur die Anmeldung des Gewerbes kostet Geld. Du machst halt du machst dann halt eine Steuer dafür, eine Steuererklärung für dein Gewerbe. Ich bin da drin jetzt auch kein Profi, weil das ist halt, meine Mutter macht meine Steuer, weil die Steuerfachangestellte war bis vor einem Jahr. Ich glaube, jetzt ist sie seit einem Jahr in Rente. Und Gewerbeanmeldung, da kann euch am besten das Bürgeramt bei euch in der Stadt gut beraten. Also kostet nicht die Welt, es muss halt nur alles drinstehen, was ihr so macht. Und das kann man auch neben dem Beruf anmelden. Du kannst dein Gewerbe auf Vollzeit oder Teilzeit auch anmelden, dass du das als Nebentätigkeit machst. Aber die Nebentätigkeitsstundenzeit ist halt, ich glaube, 20 Stunden begrenzt dann. Ich bin jetzt aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall ist es eigentlich, als ich das gesehen habe, ist es so wenig, dass das so eigentlich nicht eingetragen werden kann. Hat dann wieder was mit Steuer zu tun am Ende, ob das halt so ein Nebenerwerb ist oder dein Vollerwerb ist in Vollzeit. Aber meine Gewerbeanmeldung ist ja auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Deshalb alles ohne Gewehr. Können halt ein paar Kosten entstehen, dass sich die IHK bei dir meldet. Also bei Gronkh, ich glaube, Gronkh war irgendwas mit einer 500.000, die allein so in seiner Firma rumliegt. Ungenutzt. Als Rücklage. Und die Spenden sind ja, glaube ich, das, was er selbst bekommt. Ansonsten wird er über die Firma bezahlt, die er betreibt. Aber wie hoch jetzt sein Gehalt ist in der Firma, sei mal dahingestellt. Ja, als GmbH, die Gronkh angelegt hat, ist er aber Angestellter vor Ort und wird dementsprechend als Gesellschafter bezahlt. Aber auch selbst in der GmbH kannst du ja über das Geld da drin verfügen und kannst theoretisch immer wieder Geldmittel aus der GmbH rausziehen. Es hat gewisse Vor- und Nachteile. Ob du jetzt eine GmbH bist oder wie bei mir, ich bin ja nur ein Gewerbe, also bin ich Gewerbe nach bürgerlichen Rechts müsste das sein. Auch vom Haftungsausschuss etc. Ich wäre halt mit meinem gesamten Vermögen haftbar. Aber da ich ja jetzt nicht spekuliere mit riesigen Summen oder halt generell nur arbeite unter dem Gewerbe und da eigentlich keine Schulden entstehen können großartig, kann ich mich halt selbst nicht damit töten. Die GmbH ist halt irgendwie gedeckelt mit den 25.000. Dafür musst du halt die 25.000 Euro auch hinterlegen bei der Gründung, weil die sind halt eingefroren. Ja, aber wie gesagt, Gronkh kann machen, was er will. Er ist abgesichert, glaube ich, für den Rest seines Lebens. Und natürlich, wenn man ein gewisses Kapital hat, kann man damit auch investieren. Und ne, wo Geld ist, fließt auch Geld meistens wieder hin. So viel Talk am Rande. Serena ist schon ganz weggetalkt. Mir ist der Fuß eingeschlafen.
Das ist halt so, hast fängt's an. Kann sich ja mal zu der anderen Seite rollen. Nein, keine Lust. Soll dein Freund das Brecheisen holen? Ich bin nicht fett. Hör auf damit. Nein, bist du auch nicht. Und ich bin nicht Jordel. Also hör gleich zweimal auf damit. Du bist ein wunderschöner Buttergolem. Nein, Serena ist nicht dick. Ich weiß zwar nicht, wie sie aussieht, aber sie ist definitiv nicht dick. Ich bin jetzt zwar kein Hungerhaken, so, keine Ahnung, so ein Kleiderständer, aber fett bin ich auch nicht. Deswegen den TV-Lizenzrecht und so weiter. Sei mal dahingestellt. Da kommen von hinten welche. Achtung. Also ich kann mir schon denken, dass sie versuchen, bei den größeren natürlich direkt auf die Kacke zu hauen. Aber normalerweise, ich habe ja damals mit der Berliner Medienbeauftragten gesprochen. Hier, als sie hier in Krefeld zu Besuch war, bei unserem Network-Treffen, die hat meinte es halt, sie könnte das nicht verstehen, wie auch immer Gronkh hier irgendwie mit NRW am Verhandeln ist oder so, kann sie nicht nachvollziehen. Du zahlst deine 600 Euro für die Lizenz einmalig und das war's dann und die verfällt auch nicht, solange du, sag ich mal, die Regeln befolgst. Und damit bist du komplett abgesichert in Berlin. Ist halt das Problem, dass jedes Bundesland seine eigene Medienanstalt hat. Aber die haben das jetzt, glatt gezogen. Ich glaube, dass du erst eine Lizenz brauchst ab 25.000 Zuschauern und das regelmäßig. Ich glaube, das sind die neuen Regeln. Aber selbst wenn, ich bekomme über mein Network zum Beispiel eine Unterlizenz, eine Sublizenz, eine Hauptlizenz, die übrigens die auch 600 Euro gekostet hat, einfach. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Die haben, glaube ich, 3.000 Euro oder 3.500, irgendwas hatte mir die mal erzählt. Und dafür können die sogar Sublizenzen an ihre Leitern abgeben. Also beziehungsweise an ihre Network-Mitteilnehmer. Egal, ich bin da auch nicht mehr 100% im Thema. Jedenfalls wird da viel aufgebläht auch. Weil viele halt auch sofort versuchen, über ihre Range dann, sag ich mal, auf die Kacke zu hauen. Gronkh ist ganz lieb. Der ist weggeschmolzen. Ich hatte ja, ich konnte ja mit Gronkh mal in der Kölner Kneipe ein Bierchen trinken zusammen. Also relativ entspannt und privat. War schon ein paar Jährchen her, aber Gronkh ist halt schon als Person ganz netter. Ob er jetzt der Gamer-Papa schlechthin ist, sei dahingestellt, weil er halt früher in seiner jungen Zeit gar nicht so viel mit Gaming zu tun hatte. Das fing bei ihm ja erst relativ spät an, Spiele zu spielen.
Aber so als Mensch ist er wirklich lieb. Da kann man nichts gegen sagen. Ist auch einer, der redet auch mit dir, wenn du halt nicht die 2 Millionen Abonnenten hast. Und mit dem man halt auch mal über was anderes stehen kann, außer Games. Ja, ja, ich sehe schon. Ach, du meinst den direkt in der Ecke. Ja, der hat mich gerade. Deshalb, das kann ich dazu sagen. No hate. Hashtag. Obwohl ich, also manche politische Meinung etc. kann ich nicht teilen von ihm. Musst du ja auch nicht. Nee, das ist aber auch okay, jeder darf seine eigene haben. Okay, anderes. Zerstörer. Weiß noch, damals war nämlich auch Fischkopf mit dabei in der Kneipe. Und der war so voll am Durchdrehen. Und ich bin ja so überhaupt nicht der Fan-Typ, ne? Und Fischkopf ist halt schon eine doofe Banane irgendwo. Also doof jetzt nicht in dem Sinne, aber oh, der hat, macht dann halt voll die Zähne so in Richtung von oh, ich kann doch nicht einfach mit Gronkh reden und bla bla bla. Weil ich mir gedacht habe, ist da auch noch ein Mensch? Also vor allem, das war noch bestimmt schon 5 Jahre her oder 4 Jahre. Sniper. Aber Fischkopf ist eine treulose Tomate, ey. So. So. Aber wer so ja, sagt, aber Montana, sagen. Montana Black ist ja die Sache, das sehen die Kids von heute so als real an. Die meinen, ja, das ist voll real und er ist voll dicht bei sich und sagt alles, ne, ist voll der Digger-Bro, aber das ist halt einfach nur ein, das ist einfach nur ein Schwätzer. Mehr ist halt nicht, leider. Aber davon lösen sich Leute ja später auch. Ich hab die Harnisse. Sehr gut. Oh, das ist so ein Heinz. Na? Er kommt genau auf dich zu. Ja. Warum ich keine Kooperation mache mit anderen Influencern? Boah, weil ich muss dir leider sagen, ich war ja auf so vielen Events und so weiter. Und das meiste, was über Influencern gesagt wird, stimmt leider. Das ist mir zu verblendet. Und die meisten sind mir einfach auch zu dumm. Oh, bin ich der Dumme? Ich weiß es nicht. Aber es gibt nur wenige, wo ich sage, ja, die sind ganz nett und ich komme mit denen gut klar. Hat nichts mit Bail zu tun. Aber ich mache lieber was mit Leuten, mit denen ich gut gar klarkomme und nicht mit Leuten. Na okay, das ist jetzt irgendwie doof, weil ich Jorde Power kenne. Ich wollte gerade sagen. Aber Jorde ist halt
schon Ewigkeiten da. Ja, das ist wie Urinstein. Da musst du halt mit den harten Sachen rangehen, damit das weggeht. So ein richtig deftiger Nierenstein. Ich habe gesehen, dass du Urgestein gesagt hast, aber ich meine schon den... Also Nierenstein oder Urinstein. Er kann beides sein. Ich habe schon hier rumgelootet. Ja, Tante Günther ist ja auch ein Freund von mir. Tante Günther ist für mich kein Influencer, Tante Günther ist ein Freund von mir. Ich überlege gerade, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, sind bestimmt schon 7 Jahre. Du bist wieder am Suchen, oder? Glückwunsch. Nein, ich bin einfach nur in der Gegend rumgestanden, war im Winter. Feiert ihr wenigstens schön euren Jahrestag wie in jeder guten Beziehung? Nein. Ah, oh, das ist aber nicht nett. Er hat ja inzwischen... Ja, ich kannte ihn eigentlich vor seinen Kindern und bevor er seine Frau kennengelernt hat. Kurz mal ganz Spaß verkauft. Statt Trefferschaden erhöhen um 10% oder Frostschaden erhöhen, obwohl da bin ich nicht sicher, ob mein Geschützter mit einberechnet ist. Warum ich nichts mit dem mache, weil wir irgendwann zeitlich uns immer da ganz schlecht ergänzen. Ich habe irgendwas wieder geschafft, Anpassung. Okay. Yay, neue Emote. Wir könnten zur Suppentante gehen und dann... Ja, machen wir alles gleich. Keine Panik. Ich mach nur Vorschläge. Ich hab. Bin gerade noch meine Ausrüstung am Anpassen. Ohne Günni wäre ich niemals hier gelandet. Danke, Günni. Servus, Eis. Schöne Grüße zurück nach Berlin. Können wir dich einschleusen, Jordepower umzubringen? Ein Schläferagent. Na, muss nicht sein.
Genau, Rüstungsreduktion noch. Hast du Evil Genius durch? Nein, Evil Genius sind wir noch nicht ganz durch. Bin bei Evil Genius so ein bisschen im Leerlauf gerade. Ah, ich muss noch von der Waffe was machen. LPT Rome 2. Mein Gott, das ist alles so lange her. Ach, ich habe das ja schon gemacht. Was bitte? Wie kommt's, dass du jetzt im Leerlauf bist? Bei Evil Genius, weil ich zurzeit eigentlich nur darauf warte, dass die Missionen fertig sind. Ja, da muss man ab und an durch. Ja, wenn man alles nebenbei machen will. Also diese ganzen Nebenmissionen machst du wahrscheinlich, oder? Ich habe bei denen nicht reingeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte wegen der Nebenmission. Ja, die eine oder andere Nebenmission nehme ich natürlich mit. Hast du dir auch einen Dodo geklaut? Nein, ich habe den Dodo nicht geklaut. Guckt immer so. Wieso nicht? Weil ich ein fliegendes Schwein geklaut habe. Hast du es auch aufgestellt? Da reiten deine Angestellten. Ja, habe ich. Natürlich habe ich das gemacht. Und er war mit Fluffy auf der Gamescom. Boah, da sagt ihr was, ey. Die olle Bitch. Entschuldigung. Oh je. Weh, du redest irgendwann mal so über mich. Weh. Ich hole einen Hammer. Aber die war auch so eine etwas kaputtere Person, ey. Aber hatte einen knackigen Hintern. Hoffentlich holt mich einer ab. Das waren aber auch alle positiven Eigenschaften. Schön, was dir alles in Erinnerung bleibt. Ja, das war es halt. Die Bestien, die Bestien. Die hatte voll einen an der Meise, aber einen geilen Arsch. Die hatte echt einen an der Meise. Konntest du die beiden schon aufspüren? Ich mache mir ein... Ich habe die Diebe gefunden, die ich für dich jagen sollte. Oh, gib mir noch eine Suppe. Willkommen zurück, Liebes. Noch etwas heiße Suppe? Bevor sie dich eventuell nicht mehr gern... Keine Suppe mehr. Lass das Schmierentheater. Was sagst du, Liebes? Ich höre nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, liegt es an den Bomben oder am Alter. Schluss mit dem Scheiß. Du hast alles genommen, sie in den Tod gejagt und das reichte immer noch nicht. Was erwartest du denn? Diese Welt zermürbt uns, nimmt uns alles weg. Ich bin nicht schlimmer als all die anderen. Bitte. Was willst du denn? Was du gestohlen hast. Und du trickst nie wieder jemanden aus. Sonst ertränke ich dich in der Scheißsuppe. Ja, Magazinbrand, das habe ich glaube ich noch gar nicht als Fähigkeit für die Waffe. Hallo Neo. Hallo. Das Spiel hat Story. Das Spiel hat sogar, finde ich, eine ganz gute Main Story. Also ich weiß mehr hier von der Story als von Diablo. Diablo hat eine Story. Achte ja. Polier Diablo Fresse, wert Diablo. Bin ich, hier lang, ich dachte, Diablo Story ist, mach das und danach geh grinden. Irgendwie sowas. Töte alles nochmal von vorn. Ja, und das jetzt die nächsten 100 Male. Gib mir das gute Zeug. Ugio hat sicher noch mehr Arbeit für jemanden mit ihr. Zielneutral. Nur das hier sind so Nebendinger, da ist jetzt nicht viel hinter. Perpetuum mobile. Zum Worldbuilding. Immer ein Vergnügen. Weil es halt nur Kopfgeldjagdskram. So, den würde ich gerne aber auseinandernehmen. So,
dann bin ich hier auch erstmal fertig. Ich glaube, wir können dann weiter. Ah ne, wir können auch einmal mal noch ganz nach Hause. Ja, weil mit der Historikerin. Wir haben ja einen weiteren Gegenstand noch, glaube ich. Also ich jedenfalls. Bei dir weiß ich jetzt nicht, weil du den Charakter gewechselt hast. Initialisiere Reise. Initialisiere Mitreisen. Piep, 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 piep. Piep, boop, boop, piep. Piep, boop. Warte mal. Oh krass, schon Weltrang 11. Ja. Bald ja, auch 12. Bald sind wir in 15. Juhu! Dann geht's erst richtig ab. Nächster Juhu. Das wird so geil. Ich freue mich nicht. Wenn du wieder was von der alten Erde findest. Ist das Dreck von der Erde? Die muss jemandem sehr wichtig gewesen sein. Vielleicht ist das unser einziges echtes Stück Heimat, das wir noch haben. An Bord der Flores zu gehen, war ja keine Überlebensgarantie. Nach dem, was mit der Caravel passiert ist, entschieden sich viele, auf der Erde zu bleiben und den Traum von der interstellaren Kolonisierung aufzugeben. Vielleicht haben die ja alles richtig gemacht. Ich hätte besser gefunden, es wäre ein Glas voll Dreck. Kannst auch sagen, ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Ja, jetzt habe ich es nicht mehr. Das heißt, du bist schutzlos. Na, ist leider nur eine Box voll Dreck. Vielleicht funktioniert es genauso. Zurück in den Wald? Wie sollen Händler Oder willst du noch shoppen? Nee, shoppen muss ich nicht. Weißt du denn, wo wir als nächstes hin müssen? Unbekanntes Gebiet, oder? Also. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt alles gemacht, was wir bis jetzt machen konnten. Mit den Nebendingern. Saft haben wir ja geholt. Ja, der Saft, der uns Kraft gegeben hat. Deshalb müssten wir jetzt ins neue Gebiet. Jo.